Hey, hallo und herzlich willkommen zu meiner Mittwochsminute. Wer hätte das gedacht, dass ich noch Zeit finde, auch noch eine Mittwochsminute für euch zu drehen? Ist natürlich alles überhaupt gar kein Stress für den Belletristik-Basti, der macht das alles einfach so nebenbei. Und ihr seht es ja halt schon an der Beleuchtung, es ist noch Tag. Und ich habe mir mein Time-Setting so eingeplant, dass ich das alles gebacken kriege. So, und jetzt kommt gleich die Mittwochsminute und wir müssen vorher kurz was besprechen, ja? Weil ich verrate euch heute schon mal ein Geheimnis und zwar kriege ich ultra Ärger, ja, wenn das irgendjemand rausfindet, dass ich das jetzt hier schon heute verraten habe. Und zwar verrate ich euch heute schon, was für Samstag für die Spendengala für ein Buch von mir zur Verfügung gestellt wird. Und darfst du natürlich nicht weiter verraten. Also niemanden sagen, nicht, dass das noch jemand rauskriegt. Nee, ganz im Ernst, ist also überhaupt kein Stress, weil meine Zuschauer, die erfahren das alle jetzt, heute schon, und alle anderen Zuschauer, die dann bei der Spendengala am Samstag erst zuschauen, die erfahren es halt dann erst, was ich für ein Büchlein, für ein Buch zur Verfügung stelle. Und aber lasst uns anfangen. Ich bin jetzt ja an einem anderen Drehort, wie ihr seht, das heißt, ich habe einen anderen Timer. Nichtsdestotrotz zählt er genau eine Minute runter. Die Mittwochsminute beginnt genau jetzt. Und zwar werde ich diesmal zu der Spendengala 2.0 ein ähnliches Buch zur Verfügung stellen wie beim letzten Mal. Und zwar Die Legende der Zauberjäger, aber diesmal nicht nur den ersten Band, sondern den ganzen Schinken, die ganze Trilogie ist ein absolutes Herzensbuch für mich. Der TU Zwolle, der liebe Thomas, ist inzwischen ein guter Freund von mir und ich kann euch an dieser Stelle auch verraten, ich und der Thomas, wir planen ein gemeinsames Projekt, das mich vielleicht so ein klein wenig mehr in die Welt der Autoren führen wird und ich bin mega aufgeregt. Deswegen, hier haben wir eine wundervolle Fantasy, Heroic Fantasy Trilogie, wo es ganz viel um Zwerge geht, die zum Beispiel rumschreien für die Rotte und die Königin. Und es ist einfach eine richtig coole Fantasy-Trilogie mit ganz früh Helden, Heroes und ganz früh Fabelwesen und ich liebe dieses Buch einfach heiß und innig. Wir bewegen uns schon wieder gegen Ende der Minute. Ich hoffe, ihr seid alle am Samstag dabei. Wir sehen uns da und von mir gibt es ab Samstag auf eBay das hier. Wir sehen uns Samstag. Ciao.